Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News Video. Es geht um den Server und da es mir momentan nicht so gut geht, auch ein bisschen ja, über mein Real Life und ja, meine Zukunft. Zuerst einmal, ja, sorry, dass ich wieder ein bisschen ja, inaktiv war in den letzten paar Tagen. Ich war ja eben recht krank. Momentan geht es mir ein bisschen besser, weil auch die Heizung jetzt nicht mehr so gebraucht wird. Wir mussten nur so ein bisschen eine Tür einbauen und schon zieht es nicht mehr so viel. Da brauchen wir auch nicht mehr so viel Heizung, deshalb ist nicht mehr so trockene Luft in meinem Zimmer. Ja, ich habe natürlich wieder richtig viel Motivation. Immer so nach dem Kranksein habe ich wieder extrem viel, ja, was ich vorhabe und allem. Und wir sind jetzt momentan auf dem Modpack-Server. Wir werden wahrscheinlich da viele Leute einfach nicht wollen, dass sie kurz Mods installieren müssen und dann wieder gehen, weil es ihnen nicht so gefällt. Machen wir einfach einen 1.11.2 Server mit extremem Rollenspiel, also wie Valonia, einfach auf einer neueren Version. Eben 1.11.2 ist es, weil 1.12.2 hat nicht so gute Plugins, beziehungsweise sie gehen nicht. Deshalb müssen wir auf 1.11.2 gehen und wir bauen so viele und so gute Plugins wie möglich ein. Zum einen den Citizen Mod, der ist ein bisschen besser, habe ich festgestellt. Der ist jetzt nicht gerade so gut. Dann sehe ich mal Multiverse und Multiverse Portals. Dann den MCMMO Mod wieder, um Level-System zu haben und eventuell auch ein bisschen ein Baumod, wo man bestimmte Blöcke noch herstellen kann. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der geht. Wer sich da auskennt mit Plugins, der kann gerne uns beitreten als Server ja, Admin zum Beispiel oder eben Owner. Und wir machen das System in diesem auf diesem Server eigentlich in Vanilla, damit jeder joinen kann. Einfach 1.11.2 runterladen und schon könnt ihr joinen. Und werden da auch ein bisschen etwas Besseres machen, dass zum Beispiel jeder den Server betreten kann, aber am Anfang noch nicht bauen kann oder sonst irgendwas. Oder vielleicht nur in der World-Welt und alles andere ist dann in anderen Welten, dass man als Neuling die Welten einfach nicht betreten kann. Einfach ein bisschen Freebuild hat. Ja. So, ja, wir werden bestimmte Welten haben und eine ist dann eben die, sagen wir mal, Kingdoms-Welt, wo wir Rollenspiel machen, wo jeder eigentlich dann einem Reich anschließen kann und ja, bestimmte Sachen herstellen kann oder Quests machen, Lieferungen, alles mögliche, also ein komplettes Rollenspiel. Da kann man, also bei Valonia war es ja immer so, man ist auf den Server reingegangen und hat erstmal gebaut, sehr lange. Irgendwann mal wurde man beliebt und man konnte Bürgermeister werden. Das geht jetzt natürlich auch ganz anders. Man kann König werden, man kann Bürgermeister von einem Dorf oder einer Stadt werden. Und so, ja, immer wie mehr aufstellen, irgendwie das planen. Dann kann man sich auch PvP machen und RVR, also Realm, also Königreich gegen Königreich und so weiter. Also sehr viel Motivation. Durch das MCMMO hat man immer dieses Level-System. Ja, und vieles geht dann halt einfach viel besser. Und die Farmwelt geht dann auch sehr gut, weil es eben keine Mods drin hat. Dafür, ja, eben eine Farmwelt, die jeden Tag sich wechselt. Und vielleicht auch verschiedene Farmwelten, je nachdem, in welcher Welt ihr das Farmportal betritt und so weiter. Sieht die Bilder jetzt auch wieder geben. Es wird eine Welt geben, wo kreativ ist. Und
wo zum Beispiel auch Rollenspiel noch gemacht werden kann und so weiter. Also es wird groß sein, ich kann bald auch bezahlen und ja, ich werde noch mal schauen, ob die Leute, die den Server hier gemacht haben, auch Zeit haben, den Vanilla-Server zu machen. Jo. Ich hoffe, es gefällt euch und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr unbedingt schon mal anmelden wollt oder so, bitte per, also unten in die Kommentare oder per PN, ja, weil es ein Vanilla-Server wird und weil wir Plugins haben, könnt ihr dann selber auch betreten und dort eine Post, also ein Buch kurz schreiben, was man eigentlich relativ gut machen kann, damit ihr natürlich auch gleich freigeschalten werdet oder nach ein paar Tagen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich will natürlich wieder mehr Minecraft spielen. Ich will auch ein bisschen gesund leben wieder. Ein bisschen, ja, halt einfach ein Projekt haben am Abend, dass ich das den restlichen Tag eigentlich gesund leben kann. Weil das mache ich jetzt momentan auch. Deshalb bin ich auch wieder, ja, relativ schnell gesund geworden. Jetzt hoffe ich einfach, dass es mir noch ein bisschen besser mit Kollegen geht und so Sachen. Weil ich muss viele Leute einfach immer wieder ablehnen. Ja, es geht gerade momentan nicht. Wegen dem Hexit haben viele gefragt. Ja, geht halt auch als Server, wenn man einen Server will, geht es nicht so gut. Sonst hat man immer wieder Krater und alles ist abgefarmt. Man kann keine andere Welt erstellen, wo man wieder neue Ruinen hat und so zum Abfarmen. Deshalb doch lieber Vanilla und einfach aufs Rollenspiel konzentrieren. Ich freue mich auf jeden Fall und wir können dann immer wieder neue Modpack-Server machen und so weiter. Also alles danach. Ich freue mich auf die Version und hoffe, dass dann auch wieder die Plugins besser gehen auf der neuesten Version. Sonst müssen wir halt auf 1.11.2 bleiben. Naja, also, Dankeschön fürs Schauen und demnächst kommen wieder Path of Exile Videos und vielleicht wieder, ja, Hexit Livestreams und so weiter. Also, viel Spaß und bis demnächst. Tschüss.